Guten Tag. Ich heiße Saki Kumagai. Hallo, mein Name ist Yoshinori Muto. Nennen Sie mich bitte Yoshi. Ich freue mich sehr, dass ich in so einem großartigen Verein spielen darf. Ich werde ich werde für Nürnberg alles geben. Deutsch ist zwar eine schwierige Sprache, aber ich werde das lernen. Vielen Dank. Guten Tag, mein Name ist Tsuneyasu Miyamoto. Aber bitte, nennt mich einfach nur Tsune. Ich freue mich für Red Bull Salzburg zu spielen und hoffe, mit der Mannschaft viele Erfolge feiern zu können. Saka, nachdem dein erstes Interview in Deutsch mit den Journalisten so gut geklappt hat, heute nochmal mit uns im FCA Fan TV. Wie fühlst du dich? Natürlich ein bisschen müde, meine Körper, aber noch ein Tag, oder? Morgen Spiel, dann Freitag, dann fertig. Ja, ich muss noch zwei Tage mehr Gas geben und. Ja, ich muss Konzentration für die Training, ja. Wie hast du in der kurzen Zeit jetzt, in der du wieder in Deutschland bist, dein Deutsch so gut verbessert? Echt? Ja. Na, ich denke, ich muss mehr Besserung Deutsch. Und ja, Deutsch und Akzent auch und Bayerisch auch. Ja, ich muss mehr, ja. Der Trainer verlangt von dir oder hat mal im Spaß gesagt, du musst auch ein bisschen Bayerisch lernen. Das ist aber noch ein bisschen schwer, oder? Ja, jetzt ein bisschen schwer, aber ja, ich muss lernen, ja. Ich muss lernen Bayerisch. Aber Deutsch ist so schwer und sehr, sehr kompliziert. Ja, aber ich möchte mehr sprechen und ich möchte mehr schönes Deutsch, ja, aber ich brauche noch ein Jahr oder zwei Jahre. Kommen wir ein bisschen zum Fußball. Du bist ja jetzt ein paar Monate hier. Wie gefällt es dir beim FC Augsburg mittlerweile? Fußball oder? Alles, du kannst gerne. Ja, genau, mag, wie gefällt es dir in Augsburg, die Stadt und auch der Verein, ja, der Club? Ich mag Augsburg, FC Augsburg und Stadt auch und ja, alle Mitspieler, ja, alle Spieler sehr, sehr freundlich und ja, ich liebe Augsburg alles, ja. Was gefällt dir an Augsburg besonders gut? Gibt es irgendeinen Ort, wo du sehr gerne hingehst oder wo du sagst, das gefällt mir am besten in Augsburg? Ein Lieblingsplatz oder ein Lieblingsort? So. Ja, Platz, ja. Ich liebe japanisches Restaurant in Augsburg. Ja, Name ist Manyo und Klofne. Ja, diese zwei Restaurants sind meine Lieblingsrestaurant. Und
Normalerweise Vormittagstraining, dann nachmittags frei. Dann geht für einkaufen in, wie heißt das, in City Gallery? Ja, genau. Ja, mit meiner Familie. Mhm. Ja, das war sehr, sehr gute Zeit. Ja. Sehr schön. Und wenn du nicht im Manjo bist in Augsburg, dann kochst du, glaube ich, auch manchmal selbst oder deine Frau. Und du hast auch ein deutsches Lieblingsessen, haben wir letztes Mal gehört. Ja, ich mag deutsches Essen. Ja, natürlich, ich mag japanisch Restaurant, aber deutsches Essen auch. Ja, sehr, sehr gut. Ja, ich mag Schnitzel. Oder Knödel. Ja. Oder ja, ich mag alles. Pommes auch, Kartoffel auch. Und wie heißt das? Brust? Weißwurst? Weißwurst, ja. Ja, auch, Weißwurst, ja. Alles ja, schmeckt. Zum Fußball. Du bist ja jetzt das zweite Mal in Deutschland. Erst bei Bayern München, dann Hoffenheim, jetzt FC Augsburg. Warum bist du ein zweites Mal nach Deutschland gekommen? Was reizt dich an der Bundesliga? Ich denke, ich muss noch einmal versuchen in Deutschland, weil deutscher Fußballqualität ist sehr, sehr hoch. Und ja, ich denke, wenn ich komme Deutschland, ja, ich kann mehr Verbesserung für die einen Spieler und für die einen Mensch. Ja, das ist sehr, sehr, ich denke, das ist sehr wichtig für mich, ja. Ich freue mich sehr, dass ich hier einen neuen Vertrag habe. Ich so, ja, diese super Stadion, super Stimmung. Ich freue mich einfach, das hier zu spielen kann. HSV, viele gute junge Spieler, so viele Spieler hat so viel Potenzial. Zum Beispiel Peter Arp, Luca Ballschmidt, was sie einzieht, ist also für mich schon richtig gut, also Zukunftsspieler. Beim 0:3 in Leverkusen am 6. Spieltag feierte er sein Bundesliga-Debüt. Eine Woche später spielte er im Nordderby von Beginn an. Insgesamt 9 Einsätze in der Bundesliga, nur eines fehlt noch. Ja, zuerst mein Ziel ist natürlich, ich möchte hier Tor machen im Volksparkstadion. Ja, das ist mein jetzt Ziel. Wir wollen jetzt nicht denken, dass wir nicht mehr Abschlusskampf, also jetzt können wir nicht sagen, sowieso, aber wir wollen auch nicht denken, dass schnell wie möglich dieser Abschlusskampf rauszukommen, sondern jedes Spiel ist für uns sehr, sehr wichtig und ja, deswegen wollen wir einfach gute Leistungen abliefern, jedes Spiel und ja, also wir können über Abschlusskampf reden, wenn wir das Saisonende ist. Also wie gesagt, wir wollen jedes Spiel konzentrieren und wir wollen auch nicht Tabellen gucken oder über Tabellen reden, sondern wir müssen einfach unsere Dinge durchziehen bis zum Ende und ja, also jedes Spiel muss man Gas geben. Ja, wir haben sehr, sehr gute Trainingseinheit immer wieder abgeliefert und das ist, ich glaube, unsere Basis und diese Vorbereitung zum Spiel, wenn wir das ja, gut wie möglich machen können, dann sind wir auch Wochenende oder diese Intensivwoche sind wir dran. Und das haben wir im Spiel auch gezeigt. Und ja, jetzt im Moment haben wir auch Leverkusen zu Hause gewinnen und dann haben wir auch viel Selbstvertrauen wieder. Und dann ja, haben wir auch gutes Lockerheit bisschen, aber auch voll konzentriert. Und ich glaube, das haben wir uns gut getan. Und ja, also wenn man läuft, ist das auch gut. Und ja, Trainer sagt auch immer wieder, was unsere
für uns ganz wichtig ist, dass wir diese Basis, das Laufbereitschaft, Leidenschaft und in Spiel zu bringen. Und das haben wir die drei Spiele gezeigt und das haben wir, deswegen sind wir auch verdient und zum dreimal Sieg. Und ja, also diese Leidenschaft und Laufbereitschaft und miteinander helfen oder so, also Teamleistung war absolut gut. Also deswegen sind wir da diese Woche stärker.